Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um die Sicherheit von unserem RSA-Einmal-Signaturverfahren. Ja, ziemlich langer Titel mittlerweile, aber macht ja nichts. Ihr wisst ja, worum es geht. Und ich glaube, wir fangen einfach direkt an. Also wir hatten letztes Mal uns um Charmiers Trick gekümmert und davor hatten wir uns das Verfahren selber angeguckt. Wir werden beides brauchen. Das heißt, ihr solltet auch auf jeden Fall die letzten beiden Videos im Kopf haben. Ja, wir haben mal wieder einen Challenger, logischerweise, denn ohne Challenger geht gar nichts. Und wir haben unser B als Mittelsmann zwischen dem Challenger und A, der dann wiederum, was ist jetzt passiert? Der wiederum A benutzt, um das RSA-Problem zu brechen. Also B bricht das RSA-Problem von, das uns C gibt. Und A ist einfach nur eine Annahme, dass es so einen Angreifer gibt. Wenn es so einen Angreifer gibt, der das Verfahren hier bricht, dann schafft es B, dass er das RSA-Problem bricht. Und das ist offensichtlich nicht möglich, denn das RSA-Problem wird als schwer anerkannt und deswegen ist es nicht möglich, dass B das bricht. Also kann es so ein A nicht geben, weil B alles völlig in Ordnung macht. So ist im Prinzip wieder mal die Annahme und der Beweis, wie immer eigentlich Widerspruchsbeweis, nichts Neues für euch. Okay, wir haben hier eine Instanz des RSA-Problems, was wir von unserem Challenger C bekommen. Deswegen kriegen wir N, E und Y, also N, E und Y als Instanz des Dingsproblems, RSA-Problems, bedeutet, wir haben, wir haben auf jeden Fall, sollen wir hierzu ein X finden, ich schreibe es gerade mal noch oben drüber, falls es jemandem nicht mehr ganz geläufig war, wobei eigentlich brauche ich das da nicht hinschreiben. Machen wir es hierher, Ziel, ups, ach komm schon, es ist so schwer, Ziel, finde X mit X hoch E gleich Y. So, da haben wir es dann direkt. Okay, also wir wollen zu diesem Y ein X finden, sodass X hoch E gleich Y. Das Ganze rechnen wir die ganze Zeit modulo N im Prinzip. Deswegen kriegen wir hier noch den Modulus N rein. Okay, ihr erinnert euch hoffentlich auch noch an das vorletzte Video, da habe ich das genauer erklärt. So, jetzt hier, was machen wir hier? Wir wollen mit B, also in B drin, wollen wir dieses Verschlüsselungsdingens hier, dieses Signaturverfahren bauen, das dann A unterschieben und A bricht es dann und wir bekommen als B dann dieses RSA-Problem gebrochen. Okay, also was machen wir? Wir definieren uns erstmal unser J aus unserem Signaturverfahren hier. Das war eine zufällige Zahl. Die definieren wir uns jetzt. Die können wir ja so wählen, wie wir wollen. Definieren wir uns als J, als Y. Y ist ja auch gleich verteilt zufällig. Das bedeutet, wir haben hier tatsächlich auch J im Endeffekt gleich verteilt zufällig gewählt, weil wir ja eine gültige Instanz von dem RSA-Problem bekommen haben und deswegen können wir das machen. Okay, so, was machen wir jetzt weiter? Wir definieren uns C und wir machen wieder denselben Trick wie bei der D-Log-Einmal-Signatur. Wir sagen, C ist J hoch M. Achso, ja, das sollte ich vielleicht noch kurz dazu erwähnen. J hoch M, dass wir hier wieder in dem NACMA-Spiel sind, in dem EUF1-NACMA-Spiel. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, erstes Video zu digitalen Signaturen, da erkläre ich das alles. Ja, wir brauchen viel Vorwissen, tut mir leid, aber ist leider so. Okay, deswegen bekommen wir hier von A in jedem Fall eine Nachricht M, für die er eine Signatur haben möchte. Da wir uns nur in einem Einmal-Signaturverfahren befinden, darf er nicht mehr als eine Signatur anfragen. Das heißt, hier gibt es tatsächlich nur ein M beim normalen EOF-NACMA-Spiel, wären hier M1 bis MQ, aber hier haben wir nur eine M. Okay, jetzt rechnen wir hier unser C, was eigentlich auch gleich verteilt zufällig wäre, theoretisch, hier oben aus Zn gezogen, berechnen wir uns einfach so, dass wir eine Signatur sozusagen einfach haben. Wir ziehen uns also unsere Signatur, was ist da passiert? Okay, da ist es. Also, ich wollte ein Sigma haben, nicht dieses komische asiatische Ding, okay. Also, wir haben hier, falls es irgendwas Unflätiges war auf Asiatisch oder so, oder halt auf Chinesisch oder keine Ahnung was für eine Sprache, tut es mir furchtbar leid, ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Gut, wir haben hier J hoch M, Sigma hoch E und dieses Sigma ist tatsächlich zufällig gezogen. Ich schreibe es gerade mal noch hin, Sigma random, Rand steht für random bei mir, das ist aber wirklich nur meine Notation hier. Weil ich einfach gerne abkürze und wenig Platz habe. Grundsätzlich, ich habe immer Platzmangel. Okay, also C definieren wir uns als J hoch M, Sigma hoch E. Eigentlich sollten wir C zufällig ziehen, nicht Sigma im normalen Verfahren, aber das merkt hier eh keiner, weil wenn Sigma zufällig ist, dann ist auch das ganze Ding hier zufällig oder gleich verteilt zufällig danach und deswegen merkt A das nicht.
So, was machen wir jetzt hier wieder? Wir schicken an unseren A, an unseren lieben kleinen A, den Public Key, wie immer, und eine gültige Signatur zur Nachricht M. Denn es ist ja offensichtlich gegeben, dass wenn er hier jetzt Verified drauf ausführt, dann hat er C gleich J hoch M Sigma hoch E. Naja gut, wir haben C ja genauso berechnet. Also ist Sigma offensichtlich eine echte Signatur dafür. Und ja, obwohl Sigma eigentlich zufällig gezogen ist, macht ja nichts. Und ihr seht vielleicht, wir haben unseren Secret Key, den haben wir überhaupt nicht. Wir haben trotzdem eine Signatur zustande gebracht. Ziemlich cool, ne? Gut. Also, wir können jetzt als A, da ja offensichtlich hier Public Key und Signatur gültig sind, bringt uns A, der ja per Annahme das Verfahren bricht, der liefert uns dann ein M-Stern zurück und ein Sigma-Stern. Und dieses M-Stern-Sigma-Stern hat die Eigenschaft, dass C, also dasselbe C, was wir hier benutzt haben, gleich, ich kopiere das mal, damit es ein bisschen schneller geht für euch, gleich J hoch M-Stern mal Sigma hoch E-Stern, Sigma-Stern hoch E, so rum. Okay, das ist im Prinzip das, was wir hier brauchen, um unser Verfahren wieder zu brechen. Und das ist auch wieder der Grund, warum das Verfahren nur ein Einmal-Signaturverfahren ist und kein Mehrmals-Signaturverfahren. Was wir jetzt hier haben, wir haben keinen Secret Key, wir haben gar nichts als B, aber wir können uns aus einer zweiten Signatur und einer zweiten Nachricht und einer, also wir haben quasi zwei Signaturen und zwei Nachrichten, daraus können wir uns jetzt was basteln, was das RSA-Problem bricht und offensichtlich uns dann den Secret Key liefert, weil der Secret Key ist ja quasi unsere RSA-Lösung. Das heißt, wir könnten danach Signaturen fälschen, was wir nicht dürfen sollten im Normalfall. Das heißt, das Ganze ist nur eine Einmal-Signatur und auf keinen Fall eine Zweimal-Signatur. So, was wir jetzt hier also machen, ist Folgendes. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass M größer M Stern ist. Also, so gesehen, M ist ja eh ein Bitstring, kann man in eine Zahl umwandeln, genauso M Stern kann man in eine Zahl umwandeln. Das ist jetzt einfach nur eine Annahme. Wenn M Stern tatsächlich in der Praxis größer ist als M, dann verdrehen wir einfach das Ganze und schreiben überall, wo wir jetzt M hinschreiben, schreiben wir dann M Stern hin. Und überall, wo wir M Stern jetzt hinschreiben, schreiben wir N hin. Also wir vertauschen die beiden einfach dann. Deswegen ist es völlig wurscht, wir nehmen jetzt einfach nur an, dass M größer M ist und machen uns dann das Leben leichter. Im Prinzip ist es einfach eine If. Und dann halt eine Verzweigung, je nachdem. Aber wir machen es uns hier ein bisschen leichter. Wir sind ja hier nicht in einem echten Code und deswegen müssen wir hier nicht so exakt sein. Ich hätte ganz gerne das Ganze, das ein bisschen größer. Jetzt komm schon, stell dich nicht so an. So, jetzt habe ich es hingekriegt. Okay, was wir jetzt machen, ist Folgendes. Wir definieren uns ein F als, und das F kommt aus Shamirs Trick. Ihr erinnert euch, F ist in dem Fall M minus M Stern. Wenn jetzt hier M Stern größer wäre, wäre hier also M Stern minus M drin und somit wäre F offensichtlich immer noch größer als 0. Also wir machen das einfach so, dass F größer als 0 ist. Wir nehmen einfach das Größere minus das Kleinere. Ja, ist im Prinzip nicht so kompliziert. Okay, als S definieren wir uns auch wieder S aus dem Shamirs Trick hier. Als S definieren wir uns dann Sigma Stern durch Sigma. Und somit haben wir, dass diese Voraussetzung hier J hoch F, J hoch F gleich S hoch E. Diese Voraussetzung haben wir dann erfüllt. J hoch F gleich S hoch E. Ich schreibe es gerade mal kurz hin. Ihr könnt es gerne mal nachrechnen. Hier einfach mal F einsetzen, dann steht hier M minus M Stern. So. Ja, nicht ganz so, so eher. Und statt S könnt ihr hier gerne das hier mal einsetzen. Mache ich jetzt gerade mal mit euch. Ich mache es doch mal direkt. So, also Sigma Stern durch Sigma. Und Sigma Stern durch Sigma können wir gerade mal nachgucken. Gilt ja hier offensichtlich, dass das, komm schon, was ist denn hier los jetzt gerade? Das ist das da, jeweils. Wobei hier M Stern steht. Und hier steht kein M-Stern, sondern nur die normale Nachricht M. So. Das E hier, das radiert uns diese Exponenten D weg. Mehr macht das nicht. Es ist ja quasi das Inverse von dem. Und dann steht hier im Prinzip noch C durch J
O hoch M Stern durch C, also C fliegt auch raus. C durch C ist, naja, nicht mehr vorhanden. Und dann steht hier J hoch M. Okay, ich mache das jetzt mal komplett weg. Ihr könnt es gerne ein bisschen langsamer nachrechnen. J hoch M durch J hoch M Stern, was genau dasselbe ist wie das hier drüben. Also J hoch M minus M Stern. Das ist ja genau dasselbe. Das heißt, wir haben die Gleichung hier erfüllt, dass J hoch F gleich S hoch E. Und wir haben außerdem noch erfüllt, dass E größer 2 hoch N, weil das kommt ja aus dem RSA, aus dem RSA-Spiel hier. Das ist ja unser E. Und deswegen haben wir hier E größer 2 hoch N und F ist offensichtlich kleiner als, als der ganze Kram hier. Denn unsere Nachrichten, die sind ja kleiner als 2 hoch N. Wenn wir die jetzt irgendwie addieren würden, dann wären wir da nicht mehr sicher. Aber da wir hier sagen, okay, die größere Nachricht minus die kleinere Nachricht und die größere Nachricht ist größer als 2 hoch N. Das heißt, wir bekommen hier offensichtlich was, was kleiner ist als 2 hoch N. Und der größte gemeinsame Teiler, der ist auch noch gegeben, dass der gleich 1 ist. GGT von EF ist auch gleich 1, weil E ist ja eine Primzahl und F, naja, F ist einfach kleiner als E. Das bedeutet, wir haben hier den GGT gleich 1. Cool, ne? Das heißt, wir haben alles erfüllt, was wir für Shamirs Trick brauchen. Wir haben das hier. Mann! Wir haben das hier erfüllt und wir haben das hier erfüllt. Ja. Und somit haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt können wir Shamirs Trick benutzen, um uns ein x ausgeben zu lassen mit x hoch e gleich y. Wobei y in dem Fall j ist, aber wir hatten ja hier oben gesagt j gleich y. Das heißt, das ist gleich y. Und somit haben wir eine Lösung von unserem RSA-Problem über Shamirs Trick bekommen und können die einfach zurückgeben. Also hier sagen wir einfach mal x. Saugeil, ne? Gut, das ist es im Prinzip. Das ist der Beweis. Weil wir das machen können, haben wir offensichtlich das RSA-Problem gebrochen. Und deswegen kann es so ein A nicht geben, der hier eine Signatur fälscht. Und weil eben das RSA-Problem schwer ist. Und ja, das ist quasi der Sicherheitsbeweis. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.